Okay, dann auf das letzte Gefecht. Ach so. Als wenn ich es mir gedacht habe. Da raus? Nein. Container, die Verstärkung, Strahlenschutzstoff 3000. Versand bevorstehend. Aha, das heißt, irgendwie so ein Zeug muss noch hier sein, vielleicht. Das reicht jetzt wieder, ne? Für den Fall der Fälle, dass wir komische Anfälle kriegen und Damage von nichts bekommen. Sehe ich jetzt doppelt? Oder will das Spiel mich einfach verarschen? Ich muss noch was anderes machen.
echt keinen mehr. So. Hast du es nicht gefunden, Liebling? Ist schon in Ordnung. Ich weiß, du hast es versucht. Hier ist immer irgendwas auf dem Boden, das so komisch knistert. Ich glaube, das soll die Gorillas immer anziehen. Ich hätte halt gerne irgendwelche Metalldosen zum Werfen, aber ich finde nichts. Ich will die auch nicht craften jetzt extra, damit ich die Gorillas los. Du bist hier. So lieb. Das wird doch nicht das sein, was wir suchen, oder? Ja.
Bleib bei mir. Halte durch, mein Sohn. Nur eine Minute. Gleich geht es dir besser. Du hast es gefunden. Wehe, du stirbst. Denk nicht mal daran. Was soll ich dir denn dann sagen? Nicht schlafen, Soldat. Jetzt nicht schlafen. Immerhin habe ich dich gefunden. Ich weiß nicht, wie... Bleib bei mir, Artyom. Als hätte er das Mittel nicht genommen, ne? Ich meine, vielleicht brauchte er das nicht bei sich in der Gegend. Du lebst! Ich dachte schon, ich wäre wieder alleine. Steh auf! Schnell! Er schläft. Wenn sie so werden, lässt man sie besser in Ruhe. Von hier aus geht es nur noch geradeaus. Er wollte mir das Fahren beibringen, aber... da wurde nichts draus. In dem einen Notiz stand von Strahlenschutzmedikamenten, die nicht ausgeliefert wurden. Das heißt, da hätten doch noch Tausende sein müssen. Papa wäre ein echter Held, dass er uns alle gerettet hätte. Auf dem Rückweg wurden wir von Mutanten angegriffen, aber er hat sie alle erschossen. Peng! Genau zwischen die Augen. Kamen wir zum Fluss und da waren diese Würmer und tiefes Wasser, also trug er mich auf den Schultern. Wow, so viele Autos. Das ist der Mond. Wie schön. So viele neue Sachen. Und Waggons, alles zugestellt. Hey, wach auf! Bitte, nicht einschlafen!
Na, wir sollten eigentlich okay weg sein. Dass wir jetzt nicht mehr in dieser ganz starken Strahlung drin sind. Kann das sein? Tot. Dieses Geräusch. Steh auf, es ist jetzt ganz nah. Oh, die haben Schneeräume gefunden und sogar so einen Kranaufsatz. Wow! Alter, volles Upgrade, ey. Gruselig. Oh, wir fahren auf jeden Fall weiter. Seid vorsichtig. Er ist stark verstrahlt. An der Leiche des Obersts bekam ich nicht mal eine ordentliche Anzeige. Die Skala hat nicht gereicht. Halte durch, Artyom. Wir bringen dich wieder auf die Beine. Wie konnte das nur passieren? Konzentrier dich, Katja. Was machen wir jetzt? Sag schon. Ein Notfallsversuch. Wir müssen ihm so viel Blut wie möglich geben. Also eine Transfusion. Wird ihn das retten? Ja. Wird ihn etwas länger am Leben halten, solange es Blut gibt. Welche Blutgruppe hat er? AB positiv. Dann können wir ihm jede Blutgruppe geben. Hol alle her! Nicht einschlafen, Artyom. Du darfst jetzt nicht schlafen! Das ist nicht dein Ziel, Artyom. Du bist noch nicht da. Nicht einmal annähernd. Das ist nicht deine Station, sondern eine Sackgasse. Nicht dein Ziel. Hörst du mich? Es sind zu wenige von uns übrig. Zu wenige. Artyom, bitte. Bitte, verlass mich nicht. Ich brauche kein Medikament. Nicht zu diesem Preis. Ja, ich werde jetzt leben, aber was habe ich ohne dich davon? Hör auf! Sag so etwas nicht, Anna. Du hast sie gerettet, Artyom. Du hast sie gerettet. Es war nicht umsonst, verstehst du? Sie wird leben. Es ist wohl wahr. Oh. Jetzt reicht's. Mehr kann er nicht geben. Seht ihr das nicht? Wir haben kein Blut mehr. Anna,
ist tot. Verlass du mich nicht auch noch, Artyom. Kennst du mich? Ich bin's, Eugene, von der Ausstellung. Schon vergessen? Und ich warte hier die ganze Zeit. Du bist mir ein toller Freund. Schicksal sei ein anderes, ein größer. Ich kann mich noch erinnern, wie du ein kleiner Junge an der Ausstellung warst, der davon träumte, eines Tages seine Mutter zu sehen. Hattest du deshalb die Luftschleuse am botanischen Garten geöffnet? Sieh dich jetzt an. Ich kehre bald in die Metro zurück. Aber du? Hier geht die Sonne niemals auf, Artyom. Diesen Zug kann man nicht anhalten. Man kann auch nicht aussteigen. In dieser Welt gibt es keine Station. Wer genug Geduld und Mut hat, sein ganzes Leben lang in die Finsternis zu blicken, wird der Erste sein, der das Licht aufleuchten. Erinnerst du dich daran? Warum also? Nicht genug Geduld? Und was, wenn hier gar keine Stationen sind? Wer würde schon anhalten wollen? Na los, du Stahlhaufen, mach schneller! Wir werden hier alles aufmischen, den Toten neues Leben einhauchen. Ja, ich muss jetzt gehen. Und du? Bestell allen einen Gruß von mir. Ich werde zu Hause alle von dir grüßen. Na los, komm schon! Ich mach dich zum Obermarkt! Wir haben eine lange Reise vor uns. Eine ewige Reise. Ich werde etwas Hilfe brauchen. Worauf wartest du also? Eine Entschuldigung? Da wird nichts draus, Artyom. Jeder tut, was er tun muss. Die Pflicht eines Soldaten ist es, den Feind zu erschießen, nicht Fragen zu stellen. Du hast getan, was du konntest. Ich habe getan, was ich konnte. Und das haben wir gut gemacht. Wir haben alles gegeben. Um den Rest können sich die Lebenden kümmern. Hey! Was ist das? Das ist merkwürdig. So etwas sehe ich hier zum ersten Mal. Sieh mal, wie wäre es, wenn wir das Ding anhalten? Hm? Hilf mir mal! Na los! Tja, John, schau dich um. Du kannst das Schiff jetzt verlassen.
ist unfair. Wir haben einen Ort gefunden, an dem wir glücklich sein können. Und jetzt gehst du. Das Leben, von dem wir geträumt haben, bleibt uns dann verwehrt. Aber du bist losgegangen und hast alles aufgegeben. Für mich. Dafür hasse ich dich. Ich hasse es, dich gehen zu sehen, hier alleine zu bleiben. Aber ich werde es tun, weil ich dich liebe. Ich liebe dich so sehr. Auf Wiedersehen, Artyom. Wie wäre es mit einem Spaziergang? Im Untergrund ist es doch langweilig geworden. Es reicht, Stepan. Mehr kannst du nicht spenden. Ah, er ist wach! Kannst du mich hören, Artyom? Wage es nicht, jetzt zu sterben. Bloß nicht! Du hast noch ein ganzes Leben vor dir. Und Kinder! Also kämpfe dafür! Kämpfe! Warum hast du aufgehört? Wolltest du nicht immer nach draußen? Hast du nicht die Luftschleuse am Botanischen Garten geöffnet? Hier ist es viel besser. Das ist nicht dein Ziel, Artyom. Du bist noch nicht da, nicht einmal annähernd. Das ist nicht deine Station, sondern eine Sackgasse. Nicht dein Ziel. Hörst du mich? Gib mir deine Hand. Oh, du glühst ja. Naja, ich hoffe, mein altes Blut stellt mit deinem Kopf etwas an. Na los, auf geht's. Also gut, mein Freund. Zahlt das etwas Quatsch damit? Machst du ihm nur wieder auf den Beinen. Oder ich fress meine Schuhe. Hör mal, Artyom, du hast eine Frau und musst mir dir Kinder zeugen. Und meine Verlobte ist noch immer in Moskau. Wir müssen in der Metro noch alles gerade rücken. Also wage es nicht, hier zu sterben. Sieh nur, Artyom. Der Baikalsee. Man möchte glauben, dass hier ein richtiges Leben möglich ist. Anders als in der Metro. Ich wollte nur sagen, dass du recht hattest, Artyom. Dass du uns rausholen, hierher bringen wolltest. Und ich, alter Narr, hatte einfach nur Angst. Angst vor dem Leben, wie ich jetzt begreife. Sieh mal, er lächelt. Er lächelt im Schlaf. Er scheint sogar etwas zu sagen. Es ist das Fieber. Er glüht förmlich. Diese Welt ist jeden Preis wert, Artyom. Du warst immer bereit. Und ich hing zu sehr an meiner Stellung. In der Metro. Ich entschuldige mich für das, was Anna zugestoßen ist. Dafür, dass ich dir die Schuld gegeben habe. Hätte ich nicht allen etwas von den Besatzungstruppen erzählt, wäre sie dort nie gestürzt. Artyom, ich flehe dich an. Stirb nicht. Bitte bleib bei mir. Ich will dieses Leben nicht, wenn du nicht Teil davon bist. Hörst du mich? Sieh mich an, Artyom. Sieh mich an, bitte. Tja, wegen Anna. Du wirst auf sie aufpassen müssen. Nachdem ich das nun nicht mehr kann. Es ist mir egal, ob ihr zu mehr geht. Hauptsache,
Du bleibst bei ihr. Ich versuche, sie abzuhalten. Sie kann kaum selbst stehen, will ihm aber all ihr Blut geben. Wenigstens hat das Medikament geholfen. Es ist ein Wunder. Ich habe eine Tochter. Aber ich wollte auch immer einen Sohn. Einen richtig sturen. Genau wie ich. Wie du. Es gefällt mir hier wirklich gut. Es ist so sauber. Ich möchte hier bleiben. Für immer. Kannst du das bitte für mich arrangieren? Und das Wichtigste überhaupt. Meine Zeit ist abgelaufen, Artyom. Jetzt bist du an der Reihe. Führe sie an. Vergiss nicht, dass ich den Orden gegründet habe, um Menschen zu retten. Alle Menschen. Artyom, vergiss das nicht. Denn ich hatte es vergessen. Auf Wiedersehen, Kommandant. Zeit aufzuwachen. Na los, erhebe dich und glänze, mein Sohn. Das Fieber ist hier. Ich glaube, es geht ihm besser. Er braucht es. Du auch. Es gibt wieder. Wir haben den Ort aus meinem Traum gefunden. Dieser Hügel am Ufer des Baikalsees, zu dem Miller mich mitgenommen hatte. Ein sauberer Ort. Genau wie er sagte. Alles ist hier sauber. Wir haben ein neues Zuhause gefunden. Am Fuß eines Hügels mit Blick auf einen See. Ein Zuhause, in dem unsere Kinder aufwachsen können. Die nicht in feuchten und dunklen Tunneln, sondern unter blauem Himmel und heller Sonne geboren werden. Meine Damen und Herren, als ranghöchster Offizier möchte ich vorschlagen, die Kommandantur des Ordens auf Artyom zu übertragen. Einstimmig angenommen. Also, wie lauten Ihre ersten Befehle, Herr Kommandant? Ich würde sagen, wir gehen alle nach Hause. Aber dieses Zuhause scheint für uns zu groß zu sein. Ihr wisst schon. Der Oberst sagte, er hat den Orden gegründet, um Menschen zu retten. Alle Menschen. Ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir diese Pflicht erfüllen.